Ziel der Didaktik für einige wahren Nachbarn ist eine offene Diskussion über die Rolle von NachbarInnen im Holocaust und über unser Bild davon. Den Kern hierfür bilden historische Fotografien. Diese gibt die Moderation als ausgedruckte Laminate in die Gruppe. 2 bis 3 Personen schauen gemeinsam einen Ausdruck an. Dadurch entstehen direkt Murmelgruppen. Sie können sich vor der Diskussion in der Gesamtgruppe schon austauschen. Und wie diese Diskussion moderiert werden kann, das schauen wir uns an einem Beispiel an. Im April 1933, kurz nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten, fanden vielerorts Boykottaktionen statt. So auch in Heilbronn. Was fällt euch auf dem Foto auf? Welche Personen seht ihr? Wie verhalten sie sich? Auf der rechten Seite stehen ein paar Männer. Richtig aufmerksam gucken aber nur die Kinder, finde ich. Die gucken das Plakat direkt an. Und der Mann, der das Plakat hält, lächelt so auffällig. Wie genau sind wir eingestiegen? Wir gehen vom Visuellen aus, statt von langen Schilderungen. Und wir fragen ganz offen nach Assoziationen. Bei dieser Bildanalyse kann allen etwas anderes ins Auge stechen. Genau, das ist ein Mann von der SA. Bei dem könnte man sogar meinen, dass er das Kind vor ihm direkt anlächelt. Was könntet ihr euch vorstellen, warum die Kinder so stehen bleiben und schauen? Oder gucken die Frau an, die in dem Laden einkauft? Ich glaube, die finden das spannend. Das ist bestimmt das erste Mal, dass sie sowas sehen. Und links die Frau zieht das eine Kind ja auch weg. Vielleicht ist ihr das unangenehm, dass das Kind so starrt. Sieht ein bisschen so aus, oder? Welche Gründe könnte es dafür geben? Wie sind wir weiter vorgegangen? Statt mehr inhaltliche Impulse zu geben, stellt die Moderation Fragen. Nicht, um das Wissen der Teilnehmenden zu testen, sondern um sie zu aktivieren. Sie sollen ihre Annahmen über das Gesehene näher hinterfragen. Tatsächlich waren die Aktionen insgesamt nicht so erfolgreich, wie die Nationalsozialisten es geplant hatten. Aber es war eben ein Schritt einer Reihe von immer radikaleren Ausgrenzungs- und Verfolgungsmethoden.